Hallo, hier sind wir wieder mit Let's Play Guild Wars Factions. Und, oh, hier ist sogar ein Pferd. Ja, jetzt erkunden wir auf jeden Fall erstmal Iran Musuger. Ran hier. Und er hat nichts anderes zu bieten, wie der auch im Kloster. Was gibt's eigentlich so bei Blitz? Nichts Tolles. Also doch schon, aber nicht so das, was ich will. Meister Togo möchte, dass ihr nach Adlerhorst, dem Angshu-Tengu-Dorf in der Provinz Kinya reist, um die Bewohner davor zu warnen, dass Kanta vor der Pest befallen ist. Sprecht ihr mit ihrer Anführerin Soa Ehrenklaue und richtet ihr aus, dass sie sich auf die Ankunft der Pest vorbereiten soll. Also ein Geist, weiß ich auch nicht. Bisschen strange. Aber hier ist jetzt ein Attributquest. Attributquest muss man auf jeden Fall mitnehmen. Da wir da Attribute für behalten und die für das ganze Spiel nützlich sind. Den werde ich jetzt auch gleich machen. Sieht man sogar, was Attributquest ist? Ja, 15 Attributpunkte, das wird nicht viel und wird uns auch helfen. Aber erstmal verkaufen wir die ganzen Sachen, die wir hier schon gefunden haben. Anfängerstock kann man nicht verkaufen, weil nämlich verarscht ist, so nu ist es wirklich so noobig, dass das nicht mehr annimmt. Okidoki, starrische Ball, mach erstmal Langbogen. Oh nein, ich habe den Langbogen verkauft. Ist doch besser als mein lächerlicher Rekurvenbogen hier. So ein Quadkling verkaufen wir auch, brauchen wir auch nicht. Chitinfragment ist wichtig. Das können wir in der Truhe mal machen. Gehen wir zur Xunlei-Agentin. Wo hält die sich hier auf? Ah, ist ein bisschen lame, dass ich es gerade als, ja, das hätte ich auch offscreen machen können, aber ja, bin ich halt nicht dazu gekommen. Und hier gibt es eine Xunlei-Truhe. What the fuck? Ah, da. Ja, die hat ja die Stimme von Fi. Von The Legend of Zelda Skyward Sword. Da habe ich ja die Stimme. Naja. Hallo, hier bist du ja wieder. Ja, aber ich mache nur mein Material hier rein, da du mir auf den Geist gehst, wie Fi von Skyward Swords, The Legend of Zelda. Ich will nur dich missbrauchen, um hier meine Sachen lagern zu können. Ah, da ist das Shitty-Fragment und tschüss. So, jetzt werden wir uns diesen Attribut-Quest widmen. Was führt uns schon wieder hier zu diesem verseuchten Gebiet, wo wir in der Missy auch schon richtig gefailt haben. Oder eher gesagt, mein Team. Joa. Go. Ja, ohne Wiederbeleben hätten wir übrigens gefailt. Darum ist es vielleicht doch nicht so schlecht, da mal einfach mitzunehmen. Sonst nehme ich das ja nicht so gern. Da ist Reiter Nem, den sollten wir suchen. Dieses Chaos. In Zeiten wie diesen ist es schwierig für einen Mann zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Schwierig, aber nicht unmöglich, glaube ich. Verschollener Schatz, ey, bleib hier stehen. Lauf mir nicht weg. Lauf mir nicht weg, habe ich gesagt. Oh, will nur kämpfen, typisch Krieger. Ob so heute aufmöbeln könnte. Sag mir was zum verschollenen Schatz, ich will reich werden, Vollidiot. Er ist schwer vom Begriff und er sagt nichts. Es führt nur zur Aktualisierung unseres Quests hier. Und ich habe hier schon oft das in Länge gezogen, da ich den immer verloren habe. Diesmal werde ich ihn einfach nur folgen, damit es ihnen jetzt nicht passiert. So soll ich den ganzen Part hier. Los, geh vor. Ja, er bleibt auch manchmal stehen. Das ist wie so ein. Weiß selber wahrscheinlich den Weg. Und ich kassiere hier ordentlich Damage. Oh, ich wollte ein Liaison mitnehmen. Aha, jetzt habe ich wieder diese. Ja, und sie failen wieder mal. Aber diesmal haben wir wieder Belebungsstrahl und ist nicht ganz so schlimm, wenn wir jetzt failen. Natürlich ist es schon schlimmer. Es ist nicht so tragisch. So. Ja, los. Hast du irgendwie auf dem Gewissen oder denkst du an irgendwelche? Naja. Also, okay. Das werde ich jetzt nicht vertiefen und weiß nicht, geht's irgendwie nicht gut oder stört hier irgendwas? Ich weiß wirklich nicht, was er hat.
Dieser Ort ist noch gefährlicher, als ich dachte. Überall tote Wächter. Geht weiter. Es ist nicht mehr weit. Na. Ich weiß nicht, ob er da recht hat. Der geht einen ziemlichen Umweg. Er hätte auch hier einfach lang können. Ach, ich weiß auch nicht, was er hat. Ziemlich komischer Genosse. Und mich wundert hier schon nichts mehr auf dieser Insel. Und hier ist ein Geist. Oh Mann, er macht Schaden. Er macht so einen Schaden. Und Lukas kassiert als Krieger ziemlich viel für meinen Geschmack. Aber ein Vorteil hat sie, sind gefolgsweise Level 10 geworden. In der Missy waren sie nur Level 6. Oder ich habe mich darauf geachtet und erzähle jetzt Dünnschiss. Das wäre auch möglich. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und ja, hier sind diese komischen Tiere. Hm. Geht weg, ihr solchen Schleudern, habe ich euch das nicht schon in der Missy gesagt. Und ein Schreiber greift uns von hinten an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Hinterhalt. Mann, 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 Mann. Wo lockt er uns mal hin? Habe ich ihn jetzt schon wieder verloren? Ne, da ist er. Right and then. Ne, right on. Ich ride them. Naja, egal. Das erinnert mich an den Kinderarzt-Boss an them. Naja. Hat jetzt damit auch nichts zu tun. Ich habe mich auch verlesen, also hat es wirklich überhaupt nichts mehr zu tun mit anderen. Naja. Solchen Schleuern sind echt kein Problem. Sollten ins Tierheim für kranke Tiere gesteckt werden, aber hier haben sie echt nicht so keine Bedrohung. Nur viele sind es. Naja, Wölfe greifen ja immer Hühnerinnen an, aber Warzenschweine auch. Hm. Ist ja ein bisschen strange, aber. Mir soll's egal sein. Auf jeden Fall erschreckt uns das hier jetzt nicht. Aber jetzt kommt hier auch noch wieder so ein komischer Vogel. Und nicht so ein Silbervögel hält. Talon, der uns auch keine Bedrohung. Seine Artgenossen haben uns auch keine Bedrohung. Für uns keine Bedrohung dargestellt. Oh, ein Bär. Mal gucken, ob der bärenstark ist. Okay, bärenstark trifft auf diesen Bär nicht so. Ah, Mann, Reiter, wo geht's lang? Zeige uns den Weg, sei für uns der Stern von Bethlehem. Oder wer auch immer. Nur sei nicht so nervig wie Fei. Okay, das ist auch ein Running Gag, muss ich jetzt auch mal wieder erwähnen. Und ja. Hm. Weiter geht's. Ja, hätte man einen teuren Dietrich oder einen Schlüssel gekauft, können wir auch diese komischen Truhen da öffnen. Schatz, ihr Artikel war mir schon immer egal. Ich hab Rang 2 und bin stolz auf diesen Fail-Tier. Naja. Oh Mann, ist das ein Zoo. Im wahrsten Sinne des Wortes hat der Junge echt recht gehabt im letzten Teil. Lauft um euer Leben, sind alle verrückt geworden. Ja, was du nicht sagst. Ach so, das ist die ministerielle Wache. Ich dachte schon, Reiter, nehmen wir's. Es haben tatsächlich nur welche überlebt von dieser Pest. Oder Krankheit, wie auch immer. Hm. Spricht ja für sich. Also, es ist wirklich komisch und hier liegen Leichen. Hm. Hier ist ein Wiederbelebungsstein. Sehr gut. Wenn wir jetzt skripieren, dann können wir da gleich weitermachen. Ah, wo will er uns denn nur hinlotsen? Ja, willst jetzt hier dein Leben absitzen oder was? Hallo? Irgendwas genommen oder was? Ja, don't drink and drive. Don't drink and run. Also du hast zu viel Reis, meinst du, dir genommen? Also, es ist wirklich schon ein bisschen... Ich weiß nicht, warum er so... Er hat irgendwas komisches an sich. Naja. Bleib nicht zurück, der Schatz ist ganz in der Nähe. Ja, hast du uns vor 5 Minuten auch schon gesagt, da war hier. Ich glaube, er will uns nur irgendwie verarschen. Ziemlich assig dann auch wieder mal.
wie Ronsula, wie er hieß, ich weiß gar nicht mehr. Und Mai Ling, oder wie sie hieß. Erst wollen sie Hilfe und dann greifen sie einen hinterher an. Also es ist schon echt merkwürdig hier alles. Oh, sie sind auch erkrankt. Und wir sind Level 9 geworden. Es gilt nichts. Wir behalten die Punkte. Und anschließend irgendwann was auf Feuermagie Skin zu können. Oh, ein Katana. Und ja. Haben wir jetzt eigentlich schon Langbogen in der Zeit wieder gefunden? Nee. Ach, warum habe ich den nur verkauft? Ich sollte echt ein Schild als Death-Set mir fertig machen. So, jetzt gibt es aber auch noch andere Gegner, die wir fertig machen. Hito, seid ihr das? Hito, seid ihr krank? Hito, warum schaut ihr mich so an? Wart, halt, lass mich in Ruhe! Bei den Göttern, nein! Und da ist Hito, wer es auch immer sein soll. Einer von den Wächtern, und ist auch krank geworden. Guter Kumpel von ihm anscheinend, und er hat seinen eigenen Kumpel erdrosselt. Und die Wachen, die überlebt haben, klagen, bla bla bla, Weltstunk geworden. All solche langweiligen Sachen, ja. Welt ist nur so Finsternis steht bevor uns, ja, ganz normal Alltag leben. Interessiert ja keinen. Nein, das ist hier entlang zu meinem Schatz. Ich hoffe nur, dass diese randalierenden Wächter den Schatz noch nicht gefunden haben. Oh, man will einen Schatz an sich reißen oder was? So war es aber nicht geplant. Denn 99,9% geht natürlich hier an uns. An die Let's Player und an diese Idioten bestimmt auch nicht aus meinem Team. Die kriegen 0 ab, weil sie sich in der Mission so angestellt haben. So schlecht angestellt haben, auf jeden Fall. Naja. Beeilt euch, sie haben sie wahrscheinlich schon. Hä? Sie? Die Schatzkiste oder was? What the fuck? Da ist die Schatztruhe schon. Oder was so meist. Ein Haufen Goldbarren. Los, 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 los. Ich will reich werden. Ich will nicht mehr nach Wer wird Millionär oder. Naja. Oder so ein dummes iPod-Spiel. Wer wird reich zocken? Sowas möchte ich gar nicht mehr. Einfach nur jetzt hier los. Und bam und in your face. Und er kassiert ganz schön. Er ist aber auf jeden Fall ein besserer Tank. Ja gut. Ist Level 20 und Lukas Level 10. Heißt der Schatten. Hä? Das ist doch gar nichts. Müssen wir nicht ausbuddeln. Diese Stelle markiert das X oder was? Mein Geliebter, ihr seid gekommen, um mich zu holen. Die Güte sei Dank. Ja, wie Mario und Peach oder what the fuck. Kostbarer Schatz. Mein Herz geht über, weil ich euch in Sicherheit sehe. Und ich hatte das Schlimmste befürchtet. Lasst uns jetzt von diesem Ort verschwinden. Einen Moment noch, Liebste. Ich muss meinen Gefährten sprechen. What the fuck? Der sagt einfach nur Schatz, weil er in die verschossen ist und naja, ein bisschen Spaß mit der haben will wahrscheinlich, aber dafür sind wir jetzt den ganzen weiten Weg gelaufen. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier 999 Ecken für unsere Truhe, Ektoplasma-Kugeln oder 999, ne, obwohl da passen auch 1000 in die Truhe, 1000 Platin und was kriegen wir? 175 Gold und keinen Schatz. Ich muss euch etwas gestehen, die einzige Schatz hier ist meine Geliebte, Namen bedeutet in der alten Sprache zwar kostbarer Schatz, ach so lol, aber das war wohl nicht der Schatz, den ihr euch erwartet, nee, und du schuldest uns jetzt noch was. Ich möchte mich für diese Irrführung entschuldigen, aber ich dachte, dass irgendwer mit mir kommen müsste würde und nur um mir dabei zu helfen, sie zu finden. Ich werde euch um mal keinen weiteren Gefallen bitten. Wir können euch jetzt. Wir können jetzt zurückkehren. Ja, das stottert ein bisschen. Ihr habt ihr etwas Kleines für das euch die Schwierigkeiten entschädigen wird. Nee, du kommst ja jetzt nicht mehr raus, du bist auch so ein Assi. Uns verarscht, reingelegt, mieser kleiner Wicht. Finde ich echt nicht nett. Also es läuft hier schon ganz schön merkwürdige Leute um. Ich finde es wirklich nicht schön. Und wir dachten jetzt, wir werden wirklich reich. Aber immerhin haben wir unsere Attributpunkte bekommen und das ist wirklich gut. Jetzt können wir 2 auf Feuermagie skillen.
Jetzt könnten wir sogar schon richtigen guten Feuerstab verwenden, wenn wir einen hätten, aber haben wir nicht. Und ja, darum reisen wir wieder zurück und machen die primäre Quest weiter. Schnell weg von dem, für dem würde ich auch nichts mehr machen. Ganz ehrlich. So, da sind wir wieder. Oh, hier scheint ziemlich warm zu sein, aber hier dieser Assassinen hat einen Schal an, ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Auf jeden Fall haben wir diese Erbärmliche Quest geschafft. Wir wurden verarscht und ich finde das jetzt ziemlich asig und darum habe ich keinen Bock mehr auf weiter zu spielen und darum gehe ich jetzt weg. Ihr könnt euch bei Reiter Namen nehmen oder wie er hieß bedanken und darum verabschiede ich mich jetzt für jetzt. Ciao.